Hallo, liebe Reisefreunde-Zuseher. Heute werde ich euch den zweiten Teil von unserer Reise zeigen, wo es zum Nordkap geht. Das Nordkap muss man sich schwer erkämpfen. Wir hatten vom Wetter her hatten wir Glück. Die Reise dorthin über die Tundra durch Finnland hat uns begleitet mit einem riesen Regenschauer. Wir trockneten uns dann ca. 80 Kilometer vor dem Nordkap in einer Hütte. Und am anderen Tag, wie der Wetterbericht sagte, wurde das Wetter wieder richtig schön. Das zeigen wir euch morgen, wir hatten wirklich Glück. Und oben am Nordkap angekommen, also mir ging es so, ich weiß es nicht, der Gina ging, ich brauchte 10, 15 Minuten, um das zu verstehen, was jetzt passiert ist, da oben, ganz alleine, am Nordkap, mit meinen Gedanken. Der kleine Ort, wo ich herkomme, war so weit weg. Alles war weit, weit entfernt. Mit dem Wetter hatten wir Glück, kamen wir hier oben. Die Wolken verzogen sich und das Meer, das blaue Meer, strahlte mir entgegen. Und ich brauchte wirklich 10, 15 Minuten, meine Gedanken zu sortieren. Und dachte an alle, die zu Hause sind. Ah, meine Frau sehe ich auch da hinten. Dachte alle, die zu Hause sind, mit meinen Gedanken habe ich alle mitgenommen. Seht selber den zweiten Teil, der jetzt freigeschaltet ist. Und bis dann. Tschüss. So, jetzt mal ein kurzer Zwischenbericht. Wir sind jetzt in Finnland. Wir sind in der kleinen Stadt Ketale. Da haben wir gerade uns ein bisschen verpflegt am Supermarkt. Der ist also wirklich toll hier. Finnland ist ein Euroland. Wenn man endlich mal mit Euro zahlen kann, halt mit Karten, das ist wunderschön für uns. Und aktuell ist das Nordkap 577 Kilometer weg. Also wir werden jetzt vielleicht noch 150, 200 Kilometer fahren. Dann werden wir eine Hütte nehmen. Morgen werden wir ziemlich dicht zum Nordkap fahren, so zwischen 180 Kilometer. Also 100 oder 80 Kilometer. Da werden wir Hütte nehmen. Dann werden wir den Tag drauf ans Nordkap fahren. Dann wieder zur Hütte zurück und dann geht es Richtung Norwegen durch nach Hause. So, hallo. Heute sind wir ziemlich weit gekommen. Das Nordkap ist jetzt nur noch 350 Kilometer entfernt. Wir haben uns jetzt eine finnische Hütte gemietet. Die wollte ich unbedingt haben, weil mich hat es jetzt gefroren. Wenn man dann die Kinder auch. Es war, also man merkt schon, dass man hier jetzt jenseits vom Polarkreis ist. Von der Gina. Ich zeige euch mal die Hütte von außen. Da stehen die Motorräder, also der Gina hier. Da steht meins. Das ist eine Außentoilette, eine Außentoilette. Da kann man Fische oder auch Feuer machen, Fireplace. Und der Clou an der ganzen Sache ist, also es ist ja schon kalt hier. Das muss man ja sagen. Und jetzt zeige ich euch, hier ist so ein Campingplatz, so ein kleiner. Es wird ja zum Glück nicht dunkel, als Bombenakolik. Noch fliegt nichts. Der fliegt nicht, außer man hat ein paar Promille. Und jetzt zeige ich euch mal der ganze Clou an der Sache. Müssen wir ein bisschen laufen. Guckt euch noch ein bisschen die Landschaft an. Der See, überall hat es Seher. Also das Wasser geht denen so schnell nicht aus. Ja. Machen wir hier weiter. Auf dem Pfad. Immer weiter,
Da steht so ein marodes Boot. Da oben hat es auch nochmal eine Hütte für Gäste. Die ist da. Das ist übrigens so eine nette Familie. Ganz freundlich, die finden wirklich. Und jetzt rieche ich schon Holzgeruch, hat auch wenn der Kamin, vielleicht mache ich den auch noch einen Kamin in der Hütte. Jetzt gehen wir weiter. Original, typisch Finnish Sauna, zeige ich euch jetzt. Und da werde ich nachher reingehen. Und dann vielleicht, nur vielleicht, in das Wasser. Und in Finnland geht man nicht nackig in die Sauna, wie bei uns. In Finnland hat man immer was an. Männer eine Badehose. Männer eine Badehose. Frauen ihren Badeanzug. Ja, das ist die falsche Sauna, Entschuldigung. Männer im Badeanzug. Frauen im Badeanzug. Jetzt bin ich ganz durcheinander. Der See wieder. Schaut euch das an. Ah, jetzt hier ist die Sauna. Stück weiter. Da gehe ich nachher hin. Jetzt esse ich gleich noch ein Weckle. Ein finnisches Weckchen. In Finnland zahlt man übrigens mit Euro. Das ist schön. Das war in Dänemark nicht der Fall. In Schweden auch nicht. In Norwegen weiß ich ja, da ist es auch nicht. Aber in Finnland zahlst du mit Euro. Hier ist dann der Zugang zum Wasser. Noch ein riesiger Ring. Und hier wird die Sauna schon gut vorgeheizt. Also da gehe ich dann rein. Auf jeden Fall. Ja. Soweit ist alles gut bei uns. Wir sind gut angekommen wieder mal. Ich wünsche euch jetzt eine schöne Zeit. Nochmal ein Blick auf den See. Aber wenn ich so gucke, gehe ich vielleicht auch nicht ins Wasser. Das sieht kalt aus. Also dann, bis morgen. Morgen geht's ans Nordkap. Wie gesagt, nicht mehr weit. Wir sind gut gefahren. Aber nicht wegen mir. Die Tina hatte heute keine Ruhe. Dann, tschüss, bis morgen. Jetzt hier in Norwegen an der Beringsee, noch 90 Kilometer vom Kap weg, wir machen eine Station. Die letzten 150 Kilometer war echt beschissenes Wetter. Morgen soll es schön wärmer. Dann fahren wir zum Nordkap rüber. Dann werden wir sehen, das Nordkap ist Schieferfelsen. Und das ist dann für uns die Ende in Norwegen, die Reise. Dann geht es zurück in die Heimat. Also, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag.
euch jetzt mit auf eine kleine Runde mit dem Nordkap. Wir haben viel, viele Menschen. Ich zeige euch das jetzt einfach. Es fehlen einem wirklich die Worte. Jetzt geht auch noch mit der Nebelung, die Wolken weg, es ist sagenhaft. Schaut euch an. Was für eine Leute. Was für eine Leute. Sogar ganz wegtun. Schaut euch das an. Da gehe ich noch ins Museum. Eine nette Dame hat uns hier eine Eintrittskarte geschenkt. Der Eintritt ins Nordkap war auch kostenlos. War wirklich toll. Hier ist allerhand los. Jeder will zur Kugel. Wir waren auch Weltkugel. Schaut euch an. Ich sage noch. Also, bis später.